Ihr seid also gekommen, um eine Geschichte von mir zu hören. Wir möchten gern eine Ihrer Geschichten hören. Sie haben so viel gesehen, schon so lange gelebt. Danke, dass du mich an mein Alter erinnerst, Kind. Aber keine Sorge, ich bin eine alte Frau, aber ich hatte ein langes und erfülltes Leben. Und ich habe Geschichten zu erzählen. Welche Geschichte wollt ihr hören? Eine wahre Geschichte. Alle meine Geschichten sind wahr, Kind. Es gibt schon genug Märchen in der Welt. Es gibt keinen Grund, noch weitere zu erfinden. Dann erzählen Sie uns die Geschichte des Gleichgewichts. Du willst die Geschichte des Gleichgewichts hören? Ach, die ist zu lang für einen Abend. Aber ich erzähle euch eine Geschichte, die ich vor langer Zeit gehört habe. Eine Geschichte, die zu einem wichtigen Wendepunkt im Gleichgewicht wurde und die etwas in Gang gesetzt hat, das bis heute fortwirkt. Oh ja, bitte. Das hört sich genau nach der Art Geschichte an, die wir hören möchten. Na gut. Die Geschichte beginnt, wo sie endet. Wie alle guten Erzählungen. In einem Turm. In einem Reich, das es nicht mehr gibt. Sag bloß nicht, dass ich schon wieder träume. Es wäre so schön, nur ein einziges Mal durchzuschlafen, ohne nachts um 4 schreiend aus einem Albtraum zu erwachen. Ein Bilderbuchpanorama.
ist los? Oh, perfekt. Schätze, wenn ich das Ei nicht rette, werde ich 8 Jahre lang vom Pech verfolgt oder so. Sieht aus wie von einem Reptil. Aber das kann doch nicht sein. Es ist viel zu groß und ich mag keine Reptilien. Ist da ein Geräusch aus dem Ei gekommen? Junge, wird das ein Riesenbaby. Ich kann es nicht greifen. Es ist zu groß und glatt. Es würde mir nur aus dem Arm rutschen. Ich bin zwar Künstlerin und kein Botaniker, aber der Baum ist tot oder kurz davor. Ein Nest mit Schuppen ausgelegt. Ziemlich großen Schuppen. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, ich sollte verschwinden, ehe die Bewohner heimkommen. Faszinierend. So eine große Schuppe habe ich noch nie gesehen. Ich behalte sie als Andenken. Ich bin zwar Künstlerin und kein Botaniker, aber der Baum ist... Ein Glück, dass die Wurzeln das Ei aufgefangen haben. Wäre ein ziemlich tiefer Sturz gewesen. Ein unberührter, filmreifer Sonnenaufgang. Da zieht ein Sturm auf. Sogar das Wetter ist im Traum miserabel. Ich bin begeistert. Irgendwas ist kürzlich mit dem Felsen passiert. Wahrscheinlich hat das den Wasserlauf verschoben. Vielleicht geht der Baum deshalb ein. Klares Quellwasser. Im wirklichen Leben würde eine Flasche $20 kosten. Irgendwas ist kürzlich mit dem Felsen passiert. Wenn ich die Schuppe so halte, verliere ich das Gleichgewicht. Ich muss sie mit irgendwas stützen. Oh, welches Leid wir erdulden müssen. Wie? Warum quälst du uns so? Dich quälen? Wer bist du überhaupt? Wir sind die Stimme aller Bäume, der Geist des Holzes und des Blattes. Du bist ein sprechender Baum? Keineswegs. Bäume können nicht sprechen. Zumindest nicht deine Sprache. Die Sprache der Bäume ist die des Holzes, der Wurzel und des Blattes. Wer bist du eigentlich?
Wie wir schon sagten, sind wir die Stimme der Bäume. Wenn einem Baum Unrecht widerfährt, sprechen wir für ihn, sofern wir anwesend sind. Der Ast, das war's. Ich hätte den Ast nicht abbrechen dürfen. Ach, das ist doch nicht bedeutend. Uns kann niemand mehr helfen. Wir sind nur hier, um den Übergang in die Erde zu erleichtern. Wir? Ich sehe nur dich? Wir sind eins mit unserem Wirt, wie wir auch ein Waldgeist sind und dennoch Legionen. Tja, danke für die Erklärung. Wir erwarten nicht, dass du das verstehst. Du bist ein Mensch. Was ist mit dem Baum passiert? Oh, der Schmerz. Als die Schlacht tobte, da... Schlacht? Zwischen der Mutter und dem finstersten Chaos. Sie hat nur ihr Kind beschützt. Aber das Chaos wollte nicht weichen. Die Wucht ihres Kampfes hat den Berg erschüttert. Der Quellbach, der uns gespeist hat, wurde in die Ferne gelenkt. Ohne Wasser verdorren wir und sterben langsam. Was hast du mit dem Ei zu tun? Ei? Wie? Ach so, natürlich. Das Kind. Wenn die Mutter abwesend war, hüteten wir das Kind. Jetzt aber, verdorrt und ohne Kraft, können wir ihm nicht mehr helfen. Wir haben die Mutter enttäuscht und verzweifeln. Unsere Schande kennt keine Grenzen. Wer warst du nochmal? Wir sind der Waldgeist. Wir kommen in der Stunde der größten Not zu jedem Baum und spenden ihm Trost. Wir geben den Leidenden eine Stimme und erleichtern ihnen den Übergang in die Erde. Unsere Zeit läuft ab, während wir miteinander sprechen. Der Übergang in die Erde steht bevor. Verlass uns jetzt. Was ist mit dem Ei? Dafür ist es zu spät. Ohne Stärkung fehlt uns die Kraft, um es sicher heimzubringen. Wir haben versagt. Die Erde wird ewig um unsere Schmach wissen. Bist du immer so zuversichtlich? Wir sind hier, weil alles zu spät ist. Der Übergang nimmt seinen Lauf. Bitte, lass uns alleine. Kann ich denn gar nichts tun, um das Ei zu retten? Ach, von Menschen erwarten wir keine Hilfe. Lass die Sprüche. Sag mir lieber, ob ich irgendetwas tun kann. Es ist zwecklos. Wir brauchen Wasser. Aber es gibt keines, seit der Quellbach seinen Lauf geändert hat. Mir fällt schon was ein. Bleib ruhig. Wir sind ruhig. Im Gegensatz zu euch Menschen nehmen wir unser Schicksal an. Solltest du jedoch entgegen aller Voraussicht Erfolg haben, werden wir das Kind sicher in sein Nest zurücktragen. Versuch es nur nicht alleine. Es würde tragisch enden. Ich habe nur Unterwäsche an, nicht ganz passend.
ich habe gerade eine Wasserleitung gebastelt. April, ich bin stolz auf dich. Das müsste passen. Glück, dass die Wurzeln das Ei aufgefangen haben. Hat der Waldgeist nicht gesagt, der Baum wird das Ei zurücklegen, wenn ich ihn bewässere? Ich sollte ihn mal daran erinnern. Hallo? Hallo? Lass uns alleine. Alles in Ordnung? Unsere Kraft ist wiedergekehrt. Uns bleibt keine Zeit für müßiges Plaudern. Wir müssen trinken und jubeln. Vergessen wir nicht eine Kleinigkeit? Sei still. Hör zu. Das Lied des uralten Holzes. Klingt es nicht wunderbar? Na klar, wunderbar. Das Junge ist bestimmt ganz begeistert. Das Junge? Das Ei? Der Erde sei Dank. Beinahe hätten wir es vergessen. Oh oh. Was war das? Oh oh. Du bist es. Du bist gekommen. Du kennst mich? April. Tochter. Ich habe dich erwartet. Erwartet? Warum? Weil es hier beginnt. Mit dir. Wie jedes Mal. Was meinst du damit? Riss und Heilung. Schmerz und Freude. Das Ende des Alten und der Anfang des Neuen. Eine andere Welt. Ich bin die Mutter dessen, was heute besteht. Aber du bist die Mutter der Zukunft. Was muss ich tun? Woher werde ich wissen, was zu tun ist? Ich werde dich leiten und nach Kräften beschützen. Am Ende wirst du aber auf dich gestellt sein. Ich habe Angst. Die hattest du schon immer, mein Kind. Meine Tochter. Das ist keine gute Entwicklung.